Herzlich willkommen bei Jamflix. Wir gucken uns in diesem Tutorial die Begleitung von dem Song Nevermind von Dennis Lloyd an. Für die linke Hand zeige ich euch nach A4 Positionen und mit der rechten Hand spielen wir die Saiten nachher getrennt als Picking. Los geht's! Wie ihr seht, ich habe jetzt hier ein Capodaster auf dem achten Bund, damit wir auch nachher in der richtigen Tonart sind, wenn wir mit dem Original mitspielen. Als allererstes legen wir den Mittelfinger vom Capo aus gesehen auf den zweiten Bund der D-Seite und spielen mit der rechten Hand die A, D und die hohe E-Seite. Als nächstes legen wir den Ringfinger auf den dritten Bund der A-Seite und den kleinen Finger auf den dritten Bund auf die B-Seite. Wir spielen mit der rechten Hand die A, G und B-Seite. Und in der Kombination klingt das bis dahin schon mal so. Als nächstes legen wir den Mittelfinger auf den zweiten Bund der G-Seite und den Zeigefinger auf den ersten Bund der B-Seite. Wir spielen mit der rechten Hand die Saiten D, G und B. Ich kombiniere jetzt die Position 1, 2 und 3. Und 3 Töne brauchen wir noch, dann sind wir am Ziel. Wir spielen die leere D-Seite, die leere G-Seite und erhöhen die Gitarre auf dem zweiten Bund. Wir kombinieren alle 4 Positionen. Der komplette Song lässt sich jetzt von Anfang an bis zum Ende mit diesem einen Gitarrenpart begleiten. Also macht die Musik an, spielt mit, habt Spaß. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Tutorial bei Jamflix. Bis dann!